Moin moin, ihr Götterboten. Herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Also, zwei neue Aufträge haben wir hier. Und zwar einmal vertrauliche Dokumente bergen und dann etwas sehr Dringendes. Zeitlimit 30 Minuten. Das könnte durchaus interessant werden. Bevor ich das allerdings mache, wollte ich einmal gucken, ob ich hier draußen dieses Moped an den Start kriege. Das mache ich jetzt mal, bevor ich die Quest annehme. Das stand ja irgendwo hier, glaube ich. Ach da. Fracht verwalten, what the fuck? In der Hand gehaltene Fracht auf ein Fahrzeug legen. Okay. Also, ich muss jetzt hier irgendwie so ein Generator nebenstellen, hast du gesagt. Das heißt, dafür brauche ich wahrscheinlich so eine TCK-Geschichte. Und kann dann einen Generator herstellen. Der kommt dann hier theoretisch hin. Was jetzt nicht geht. Konstruktion abgeschlossen. So, und jetzt wird das Ding nämlich geladen. Und ich kann es benutzen. Okay. Das ist doch cool. Dann kann ich jetzt nämlich diese Quest annehmen. Und dann sollte dieses 30 Minuten Zeitlimit ja mal überhaupt kein Problem mehr sein. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Also gut. Nein, ach verdammte Kacke. So. Das läuft. Das ist ein atmungsaktiver Behälter, weißt du noch? Tauche ihn seinen Passagieren zuliebe bitte nicht unter Wasser. Ich versuche es. So, liefere schnellstmöglich nach Capital Not City. Das ist am Arsch der Welt. Hier, das ist die eilige Geschichte. Okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Scheiß Amazon Prime, ey. Jetzt muss ich mich auch noch beeilen. Ne? Nein. Ja.
So, das war hier irgendwo, ne? Mal gerade gucken. Die grobe Richtung stimmt auf jeden Fall, ja. Ich kann ja mal gerade hier so eine Markierung setzen, so eine Route besser gesagt. So, die Fracht lasse ich jetzt mal liegen, die ich hier noch unterwegs so finde. Es sei denn, ich kann sie vom Motorrad aus aufnehmen. Das kann ich aber nicht. Dann ist egal, da bleibt sie liegen. Obwohl hier schon irgendwie viel Licht, ne? Wieso ist das Fahrzeug denn jetzt eigentlich schon wieder kaputt? Repariere ich das jetzt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fahrzeuge für meine Haltbarkeit fahren nicht mehr, wenn die erschöpft ist. Fahrzeuge lassen sich nicht mit Behälterreparaturstelle wiederherstellen. Naja, komm, fahr einfach. Das ist sehr praktisch hier, das können wir mal gerade da ein bisschen aufladen. Bin ich denn hier noch halbwegs richtig? Na, ich bin nicht so, wie ich eigentlich fahren wollte. Dann müsste ich hier jetzt irgendwie über den Berg rüber. Okay, meine Fracht wurde gescannt. Komm schon. Oh mein Gott. Was treibst du denn hier? Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Das ist ja grauenhaft. Ja, das war keine gute Idee, hier in die Berge zu fahren. Oh mein Gott, vor jedem kleinen Steinchen bleibt da hängen, ey. Das gibt's doch nicht. Was eine Möhre, ey. Was ist das hier noch für ein Unterschlupf? Den kenne ich doch noch gar nicht, oder? Mule-Lager? Hä? War ich hier schon? Ach, hier muss ich hin für diese Dokumenten-Quest oder was? Ach so. Ach, komm schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machst du? Okay, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt erst diese halbe Stunde Quest abgeben. Ich komme hier nochmal wieder hin.
Das ist mir jetzt zu aufregend hier. Ich komme hier nochmal hin. Also ich müsste jetzt mal irgendwie hier nach rechts abbiegen. Ist hier jemand? Ach, verdammte Hacke, ey. Das ist definitiv kein Geländefahrzeug. Komme ich denn hier jetzt irgendwie nach rechts rum, verdammt? Oh mein Gott, jeder kleinste Kieselstein hier und er bleibt stehen davor. Super nervig. Nimm es mit, bitte nimm es mit. Dankeschön. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Fahrzeuge repariere. Wenn man sie in der Garage abstellt, okay. Ich habe keine Garage. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Also hier bin ich hier richtig, ne? Hier muss der Kram, glaube ich, hin. Oh oh. Ach man, das nervt, ey. Nein, fall nicht ins Wasser! Mach mich wahnsinnig! Ja, wie gesagt, es ist einfach alles jetzt schon so gut abgedeckt durch die anderen Spieler, dass ich einfach selber im Prinzip unnütz bin hier in diesem Spiel. Ich brauche einfach selber nichts mehr machen. Und das nervt mich schon ein bisschen. Mein Gott! Du brauchst nur geradeaus gehen! Oh. Meine Fresse! Liefer zuerst deine Fracht ab, dann kannst du neue Aufträge annehmen. Ja, will ich ja tun. Darum bin ich auf Liefern. Willkommen zurück, Sam Bridges. Wie immer eine Freude. Hm. Danke für die Lieferung. Sam Bridges, gewissenhaft wie immer. Die Kryptobioten sollten okay sein. Vielen Dank.
Okay, die verlorene Fracht hat er jetzt auch gleich mit weggebracht. Okay. Ach, guck, jetzt tut sich auch bei Lieferzeit mal was. Ach so, das ist wahrscheinlich nur, das erhöht sich nur, wenn ich Aufgaben mit Zeitlimit habe. Das kann natürlich sein. Deswegen tat sich da bislang nichts. Er hat meine Mütze geschenkt. Okay, gute Reise. Irgendwas an dir hat sich verändert. Ich kann nicht genau sagen, was. Aber ohne Scheiß, ich bilde mir das nicht ein. Ich bin ein geiler Typ geworden. Das ich hat sich bin geändert. Beeindruckt, Sam. Du hast praktisch die gesamte Region miteinander vernetzt. Aber je weiter du nach Westen gelangst, desto mehr Ärger wirst du mit GDs haben. Wir suchen die ganze Zeit nach neuen, dauerhafteren Lösungen. Und dein Blut zeigt nachweislich Wirkung bei ihnen. Mama entwickelt ja eine neue Waffe, die sich das zunutze machen soll. Deshalb müssen wir deine Blutproduktion künstlich anregen. Dazu dienen die Kryptobioten. Hast du dir vielleicht schon gedacht? Wenn alles nach Plan läuft, können wir das Blatt vielleicht wenden. Aber zuerst müssen wir Port Not City in die UCA holen. Den Auftrag von Die Hardman findest du über das Lieferterminal. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere. Sam, Mama hat mir Bescheid gegeben, dass ihre Anti-GD-Waffe fertig ist. Die Prototypen sind Teil deiner nächsten Lieferung. Mit Hilfsgütern für die Einwohner von Port Not City. Portland City ist recht weit von GD-Gebiet entfernt, aber falls sich GDs nähern, sind die Waffen bestimmt nützlich. Außerdem können sich die Menschen mit ihnen verteidigen, wenn sie außerhalb der Stadt unterwegs sind. Die Lieferung enthält außerdem verschiedene Medikamente, sowie menschliche Spermien und Eizellen. Dieses Material ist unerlässlich, um die genetische Vielfalt zu erhalten, denn es stammt von außerhalb der großen Bevölkerungszentren lebenden Menschen. Durch Ausnutzung der temporalen Eigenschaften des Chiraliums bleiben sie so lange wie nötig brauchbar. Verbinde den Cupid, wenn die Lieferung abgewickelt ist. Wenn du das erledigt hast, ist die Region über das chirale Netzwerk verbunden. Danach begibst du dich nach Lake Not City, weshalb die Fracht auch Hilfsgüter für die Leute dort beinhaltet. Natürlich musst du den See überqueren, um dorthin zu gelangen. Ein zweiter Auftrag, den du dann annehmen musst, enthält alle Einzelheiten. Das wird zweifellos deine bisher längste Auslieferung für uns. Pass auf, dass du alles hast. Okay, klingt super kompliziert. Also, erstmal gucken, ich hatte hier, glaube ich, noch was. Das kommt erstmal noch weg. Dann habe ich noch was zum Recyceln. So, was haben wir denn hier? Hier ist auch schon voll. Ich dachte, jede Stadt hat ihr eigenes Lager, aber hier ist auch schon voll. Wahrscheinlich auch wieder, weil die anderen Spieler hier auch alles reinknallen. Also diese ganze Online-Funktion, die nervt mich mittlerweile nur noch.
Ich habe nichts an Fracht dabei. Es sind alles nur Sachen, die ich für mich selber mittrage und ich bin vollkommen überladen. Weil ich einfach meine Materialien nicht mehr loswerde. Schon irgendwie doof. Boah, das ist ein weiter Weg, ey. Ich glaube, wir machen erstmal noch so ein paar Nebenquests, bevor wir uns darum kümmern. Und dann habe ich ja auch noch diese Mule-Geschichte, die ich gerade, wo ich gerade weggerannt bin. Das muss ich auch noch machen. Ich bin schon wieder viel zu voll. Ach man, so brauche ich eigentlich nicht losmarschieren. Ach, das hat auch ein Zeitlimit. Ach nein, das habe ich nicht gesehen. Okay, Leute, im nächsten Teil geht's hier weiter, wieder mit Zeitlimit. Und ich muss jetzt gucken, dass ich die Materialien erst irgendwie in den Gemeinschaftskasten lege oder was auch immer. Denn ich bin viel zu sehr überladen. Also Leute, bis zum nächsten Mal.